danke dir, Bettina. Ja, erstmal kann ich eigentlich nur bestätigen, was Bettina eingangs gesagt hat. Es ist ein bisschen strange. Ich komme gerade, sitze zu Hause, wie ihr seht, habe überhaupt keine Ahnung, mit wem ich spreche. Und gucke im Prinzip, versuche in meine Webcam zu gucken, gucke natürlich dann immer nach unten auch auf den Screen und kann gar keinen Augenkontakt haben. Insofern würde ich gern versuchen, bevor es losgeht, ihr habt ja, da müsste es sein, den Chat. Insofern sollte es Fragen, Anmerkungen, irgendeine Form von Kommentar geben, freue ich mich total im Chat was zu lesen, weil auf die Weise so ein bisschen Feedback kommt. Denn ich glaube, neben allen Vorteilen, die wir im Moment so sehen in der Remote oder digitalen Arbeit, ist es teilweise so ein bisschen das Fehlen von persönlichem Feedback eigentlich für mich zumindest die größere Herausforderung. Ich würde jetzt mal grundsätzlich reinstarten. Technik ist ja auch immer so ein Thema. Insofern schauen wir mal, ob das klappt. Dürfte klappen, super. Ich weiß auch nicht genau, ob ihr mich noch seht oder ob ihr jetzt nur noch die Präsentation seht, aber ich fange einfach mal an zu reden. Das Thema heute ist ja Leadership in Times of Uncertainty. Wenn wir uns das anschauen, da möchte ich eigentlich ein bisschen drauf eingehen, durch die Präsentation oder durch den Talk durch. Denn das Learning, ah super, ihr seht mich. Das Learning, was wir ganz klar hatten in dieser Zeit, ist, dass eigentlich Leadership, wie man sich so klassisch 1950 vorgestellt hat, ganz anders funktioniert in erstens Krisensituationen und zweitens in Remote-Situationen. Und viel Verantwortung eben, da komme ich gleich drauf, eben im Team liegt und nicht darauf, dass man jetzt irgendwie besondere Führungsstrukturen hat. Bevor ich aber damit einsteige, möchte ich sagen, ich werde jetzt gleich sehr viele Sachen erzählen, die für uns gut gelaufen sind, die vielleicht auch Probleme behandelt haben. Und für uns sind Dinge gut gelaufen. Für viele in diesen Krisenzeiten, und das betrifft eigentlich ehrlicherweise nicht nur Corona, ist es nicht so gut gelaufen. Und ich finde, das sollte man bei allem, worüber man so redet mit digital Juche und wie man sich vielleicht fühlt, wenn man gerade bei Zoom arbeitet, immer auch noch im Blick behalten. Eine Frage, die ich im Moment sehr viel bekomme, ist, wie hat euch als Firma eigentlich die Pandemie getroffen? Und da muss man sagen, wir haben massiv Glück gehabt. Wir sind in einem Geschäft unterwegs, was eigentlich nicht mal negativ betroffen ist, sondern in der Natur der Sache tatsächlich auch höhere Nachfrage erfährt. Wir sind da extrem dankbar. Das ist etwas, was auch eben viel mit Glück zu tun hat. Schauen uns natürlich aber, und ich erzähle das gleich, als internationales Unternehmen sehr besorgt an, wo die Reise da im Moment hingeht, auch wenn die Corona-Pandemie also ein bisschen mehr unter Kontrolle ist, als sie das vielleicht vor ein paar Wochen war. Wir fühlen wirklich mit allen, die betroffen sind davon, aber eben logischerweise auch von anderen Krankheiten. Und da muss man sagen, mit dem Blick in die Welt ist es halt nicht nur so, dass es biologische, virologische Krankheiten gibt, sondern leider auch andere eher soziale Krankheiten, die Welt betreffen. Für uns war die Antwort immer, wir können nur das tun, was in unserer DNA liegt als Unternehmen. Und da war die Antwort für uns immer Liebe beziehungsweise das Thema Zwischenmenschlichkeit. Denn am Ende macht das gesünder. Das sehen wir gleich auch noch, wie wichtig das für Menschen ist. Das ganze Thema Hautfarbe kennt die Liebe auch nicht. Und Alter spielt auch keine große Rolle. Altersungerechtigkeiten, Geschlechterungerechtigkeiten, Liebe ist das, was sie ist. Sie kennt keine Konventionen und ist im Prinzip, wenn man es betrachtet, all das, was wir brauchen. Jemand, der ein glückliches Leben hat, ist nicht gleichzusetzen mit jemandem, der zum Beispiel jetzt besonders finanziell erfolgreich ist oder andere Dinge erlebt hat, die Glück bedeuten, sondern im Moment, wo ich Liebe in welcher Form auch immer erfahre, ist das schon mal ein sehr wichtiger Schritt. Und das ist unsere Mission neben natürlich den wirtschaftlichen Aspekten, die wir uns immer ganz, ganz stark auf die Fahne schreiben. Das schon mal vorweggeschickt, denn das soll jetzt nicht wie ein Bragging rüberkommen hier, dass bei uns alles super läuft und wow, alles klasse, sondern eigentlich im Prinzip haben wir da sehr viel Glück gehabt. Ich will gar nicht viel über mich reden, nur ein paar kurze Worte. Ich bin seit 2011
selber bei Parship seit März nicht vor Ort, sondern im Homeoffice. Bin damals zu Parship gekommen als Leiter der Softwareentwicklung und seit kurz danach haben wir eine Reise angetreten, die ich gleich nochmal näher beschreiben werde. Und das sind jetzt auch 9 Jahre und ich kann sagen, es ist das Beste, was mir persönlich je passiert ist, denn das, was ich eben beschrieben habe, ist etwas, was einem sehr viel gibt. Gerade in so Zeiten, neben meiner Familie, die natürlich da auch ein großer Halt war in solchen Krisenzeiten für mich persönlich, das Wissen, dass man für etwas arbeitet, was die Menschen bewegt und was ihnen auch helfen kann. Ich meine, wir sind kein Pharmaunternehmen, wir werden nicht den Impfstoff bringen, aber wie eben gesagt, einen relevanten Teil ihres Lebens bereichern können, das macht ein wirklich gutes Gefühl. Wie sind die letzten Wochen und Monate für uns gelaufen im Unternehmen? Das nur als Einstimmung. Im Prinzip ist es ähnlich gelaufen wie überall anders auch. Im Februar, am 28. Februar diesen Jahres, haben wir erkannt, dass aus einer Oje in China geht was vor und schwappt so langsam nach Italien rüber. Eine Situation entsteht, mit der wir uns tief beschäftigen müssen und zu der wir dann frühzeitig eine Taskforce gebildet haben, die zu diesem Zeitpunkt sich täglich getroffen hat, damals noch im Büro, um die aktuellen News zu verfolgen und zu schauen, was müssen wir eigentlich tun, vor allem um unsere Mitarbeiter im Zweifelsfall zu schützen. Was dazu geführt hat, dass in der Woche mit dem 13. März geendet hat, wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir alle unsere Büros, ich sage gleich noch, welche das sind, weltweit schließen sollten. Wir sind ein rein digitales Unternehmen, deswegen ist es auch ehrlicherweise eine Entscheidung, die uns sicherlich leichter gefallen ist als anderen, denn wir produzieren nichts, wir können remote arbeiten. Das war aber trotzdem für uns damals, von uns waren im Auslandskontakt. Das war eine sehr intensive Woche. Nachdem wir dann die ersten Wochen damit so verbracht haben, sind wir dann in den Modus übergegangen, dass wir uns gefragt haben, wie können wir denn jetzt aber eigentlich unsere Unternehmenskultur nicht nur aufrechterhalten, sondern auch transformieren. Und da kommt eigentlich der erste Punkt, wo man sagen kann, das ist weniger ein Leadership-Thema gewesen, sondern mehr auch ein Teamthema, um zu schauen, was wünschen sich die Kollegen. Und da muss man gar nicht mal dann Dinge forcieren, sondern das passiert dann. Wir hatten am 26. März dann das erste Mal, und das haben wir seitdem wöchentlich, so eine Art Virtual Thursday haben wir es genannt, wo das gesamte Unternehmen zusammenkommt in einer Videokonferenz und man einfach transparent über alles spricht. Wir haben da Gift-Challenges ausgetauscht, wir haben Spaß gemacht und auch über ernste Themen gesprochen. Das, glaube ich, wird sehr gut aufgenommen und ist ehrlicherweise auch für mich persönlich gut, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und das die beste Maßnahme war allerdings, und das kam rein aus dem Team raus, tatsächlich aus unserem Team, was die Partys, die Sommerpartys und Weihnachtspartys organisiert, eine virtuelle Office-Party. Und die war mit Spielen versehen, verschiedensten Räumen. Das hat gut zusammengehalten und ich kann da nur aus meiner eigenen Sicht als Mitarbeiter berichten, dass das extrem wertvoll war. So, wie gehen wir jetzt gerade aktuell weiter vor? Wir sind gerade dabei, die Rückkehr ins Büro zu planen. Wir fangen jetzt an mit einem schrittweisen Rückkehr, da auch anekdotisch vielleicht ein bisschen erzählt, wie wir das machen. Das Ziel ist nicht, das Büro jetzt schnell voll zu bekommen, sondern das Ziel ist, Kollegen, die zu Hause nicht die optimale Arbeitsbedingungen haben, die Möglichkeit zu geben, im Büro zu arbeiten, quasi als Verlängerung der Homeoffice-Phase nur an einem für sie guten Arbeitsplatz im Büro. Also keine großen Meetings im Büro, keine großen Treffen, sondern wirklich einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Denn man muss sagen, für uns läuft die Homeoffice-Phase gut. Wir sehen, dass die Produktivität extrem gut ist, die Motivation auch. Wir alle vermissen uns nur gegenseitig. Und dafür gibt es noch ein zweites Angebot an der Stelle, und zwar, dass Teams sich im Büro an dedizierten Tagen finden können unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und dann tatsächlich auch mal wieder gemeinsam Zeit verbringen können, wenn auch so ein bisschen distanziert.
Und wir hoffen, dass wir Mitte August wieder im Büro sein können. Wir haben gesagt, durch die Feriensituation, dass wir bis Mitte August niemanden irgendwie anhalten wollen, ins Büro zurückzukommen. Hoffentlich ist es Mitte August soweit, dass wir das können. Wird das sicher so sein? Ganz sicher nicht. Würde ich drauf wetten müssen, würde ich sagen, mit der aktuellen Situation wäre ich mal zurückhaltend, ob das tatsächlich passiert. Aber wie gesagt, die Sicherheit steht da im Vordergrund. Jetzt, was würde ich euch heute gern erzählen? Es gibt zwei Dinge, zu denen können wir was sagen, was wir an Learnings haben. Und das eine, womit wir uns natürlich als Paarship auskennen, ist, wie findet man Liebe oder wie findet man einen Partner? Und das andere, da wir ja ein digitales Unternehmen sind, wie steht es eigentlich um das Thema digitale Arbeit oder Arbeit eben in diesen Zeiten und das Ganze logischerweise von zu Hause. Ihr seht ja auch, ich sitze zu Hause. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Leute mal direkt vor meinem Schlafzimmer sitzen habe, aber die Zeiten haben sich halt ein wenig geändert. Bevor ich das tue, einen Schritt zurück, für die, die uns nicht kennen, ich hoffe ehrlicherweise, dass alle Paarship kennen, ansonsten seid ihr nicht sehr viel durch Hamburg gelaufen in den letzten Jahren, aber den Hintergrund kennt man vielleicht nicht so. Paarship wurde 2001 gegründet von einer Verlagsgruppe. Unser Headquarter ist hier in Hamburg. Wir haben noch ein weiteres Büro in Amsterdam, ein sehr kleines. Und unsere Kernländer mit Paarship sind Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Belgien und Frankreich. Wir sind also da bereits in Europa sehr international. Wir haben auch noch Dänemark, Spanien, Irland, Italien, Mexiko, Schweden und UK. Das sind allerdings für Paarship kleinere Länder. In 2015 ist dann noch, und ich hoffe, das kennt ihr auch, Elitepartner dazugekommen. Die haben wir damals akquiriert. Die waren auch in Hamburg, waren uns sehr ähnlich. Wir sind zusammengezogen. Das heißt, das ist im Prinzip, außer dass es nur in Deutschland, Österreich und Schweiz ist, in einem ähnlichen Modell. 2018 haben wir dann einen großen Schritt für uns getan. Da haben wir eHarmony akquiriert. eHarmony kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das ist im Prinzip das US-amerikanische Paarship, was 2000 gegründet wurde und wie gesagt von uns 2018 gekauft. Und das hat uns den Schritt gemacht, zum Schritt verholfen in USA, Kanada und UK, da größer zu sein und Australien. Warum erzähle ich das? Einmal so ein bisschen als Hintergrund, dass wir eben nicht nur Paarship sind, das Paarship, was man hier aus der Werbung und hoffentlich auch aus der Nutzung hier und da kennt, sondern wir sind inzwischen so international, dass ich jetzt auch ein bisschen was dazu erzählen kann, wie das Ganze weltweit eigentlich aufgenommen wird und deswegen, ich hatte es eingangs gesagt, uns die Dinge, wie sie in der Welt passieren, auch mehr bewegen, als das jetzt als rein deutsches Unternehmen vielleicht der Fall wäre. Wie unterscheiden sich die Marken? Da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Im Prinzip eHarmony und Paarship sind sehr ähnlich. Paarship kennt ihr, man kann sich darauf verlassen. Es geht um ernsthafte Beziehungen. Wir sind der Größte in dem Bereich, was immer wichtig ist, um die größte Chance zu haben, jemanden zu finden. Und mit dieser größten Auswahl an Singles, wenn man so möchte, hat man da die größte Erfolgschance. Elite-Partner in Deutschland ist im Prinzip die exklusivere Variante. Da präselektieren wir Profile und das ist für Menschen, die halt eben nicht die größte Auswahl wollen, sondern schon mal vorgefiltert eine gewisse Zielgruppe dann auch ansprechen wollen. Und eHarmony in den USA, wie gesagt, sehr ähnlich zu Paarship, auch fokussiert auf das Thema ernsthafte Beziehung, auf das Thema Liebe finden, nicht auf das Thema Abenteuer finden. Und das ist das, was mit allen Marken uns auch von unserem Wettbewerb abgrenzt. Was hat, wenn wir jetzt auf das Thema Partnersuche schauen, was hat sich mit Corona eigentlich geändert? Mit Corona geändert hat sich erstmal, wenn wir drauf schauen, und ich kann leider die harten wirtschaftlichen Fakten so nicht teilen, aber wir sehen, dass sich was getan hat. Und zwar Folgendes, das ist jetzt von Januar bis Mai, der relative Wachstum der Nachrichten, die bei Paarship in Deutschland von unseren Mitgliedern versendet wurden. Und wie gesagt, relativ, das heißt, wir sind bereits Januar und Februar so zwischen 15% und 20% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und haben dann im März natürlich gesehen, dass dieses Wachstum mitnimmt. Es ist immer noch gut gewesen, aber wenn man jetzt in den März noch mal tiefer reinschauen würde, würde man sehen, dass so in dieser Woche, gerade wo wir ins Homeoffice sind, Kalenderwoche 13,
das deutlich runtergehen. Warum? Da ging hier der Lockdown los, alle haben die Ansprache von Angela Merkel geschaut, alle haben sich um andere Dinge gekümmert, haben sich gefragt, wie ihr Leben eigentlich in den nächsten Wochen weitergeht und sich weniger darauf konzentriert, jetzt den Partner fürs Leben zu finden. Was wir dann aber gesehen haben, sobald so dieser erste Schock beziehungsweise die erste organisatorische Herausforderung für jeden Einzelnen vorüber war, haben wir gesehen, dass im April und dann auch im Mai in dieser Lockdown oder in dieser Corona-Phase das Wachstum da oder die Aktivität deutlich nach oben ging. Und das zieht sich eigentlich auch so durch. Und das zieht sich interessanterweise, das hier ist beispielhaft Parship Deutschland, das zieht sich auch durch alle Länder durch. Bei den USA hatten wir initial mal so die Frage, mit den Arbeitslosigkeitsthemen, die es da gibt, mit wirklich größeren Sorgen, ob die Menschen dann einfach einen anderen Fokus haben. Und weil wir uns diese Frage gestellt haben, haben wir gedacht, okay, da müssen wir eigentlich mal einen Doppelklick reinmachen und diese Frage für uns klären. Was bewegt die Leute eigentlich in dieser Zeit jetzt? Und wir haben dafür eine Umfrage gemacht, wo ich jetzt zwei Items draus euch einmal zeigen will. Die erste Frage oder die Antwort auf die erste Frage möchte ich euch zeigen. Und die Frage war, oder beziehungsweise die Aussage in dem Survey, die Kunden dann für sich in Anspruch nehmen konnten, war, ich befürchte, dass die nächsten Wochen für mich eher einsam werden. Und was wir da gesehen haben, ist, dass über 35% aller Befragten tatsächlich sagen, sie gehen davon aus, dass das sehr einsame Wochen werden. Singles ähnlich, also das war relativ gleich verteilt. Was daran spannend ist, ist es insbesondere die jüngeren Menschen, also 18 bis 29, mit 45% gesagt haben, sie gehen davon aus, dass das sehr einsame Wochen sind. Und interessanterweise ist das jetzt üblicherweise nicht die Zielgruppe, die jetzt irgendwie darauf fokussiert ist, einen Partner fürs Leben zu finden, denn also da kann ich auch nur von mir sprechen, da gibt es natürlich ganz viele. Aber in der Regel fängt man damit ein wenig später an und ist in dem Moment eher nochmal offen und lässt es auf sich zukommen. Was wir dann natürlich fragen können, ist, okay, vielleicht wird es einsam, vielleicht spielen Freunde ja auch eine Rolle. Und dann die nächste Aussage wäre, ich fühle jetzt tatsächlich oder ich verspüre jetzt viel mehr den Wunsch, einen Partner zu finden. Also wirklich einen richtigen Partner. Und wenn wir uns das Item anschauen, dann haben wir gesehen, dass auch wieder ungefähr ein Drittel, hier sind nur Singles natürlich drin, weil man kann jetzt nicht Singles kaum fragen, ob sie noch einen Partner finden wollen, dass davon ein Drittel roundabout gesagt haben, ja, sie spüren jetzt den stärkeren Wunsch nach einem Partner. Und wieder bei der jüngeren Zielgruppe fast 45%, die sagen, sie verspüren diesen Wunsch. Was für uns ein total erhellender Moment war, aber eigentlich auch im Prinzip in sich eine Aussage ist. Und das hatten Bettina und ich vorher auch besprochen. Ich glaube, eine platte Aussage, die man treffen kann, ist, Leute, in solchen Krisensituationen, Unsicherheiten, wir haben gesagt Leadership in Times of Uncertainty, aber wie fühlen sich Menschen eigentlich in solchen unsicheren Zeiten, verspüren den Wunsch nach einer Beziehung und auch den Wert einer Beziehung mehr als zuvor. Wenn man da einmal drüber nachdenkt, macht es ja irgendwie auch Sinn. Auf Partys gehen am Wochenende und flirten macht total Spaß. So in einer Welt, in der man sich wenig Sorgen machen muss, verstehe ich das auch. Wenn ich jetzt auf meine Wochen zurückschaue, bin ich sehr froh, so bin ich sowieso, meine Familie um mich gehabt zu haben. Und dass das eine größere Rolle spielt, macht schon Sinn. Das Problem, dem wir uns dann natürlich gegenübergestellt haben, das ist die Nachfrageseite. Also wir haben gesehen, das ist eigentlich unsere Zeit. Die Leute wollen einen Partner finden und fragen sich, wie sie das machen können. Aber die Frage ist ja, wie kann ich eigentlich in Zeiten von Social Distancing ein Date stattfinden lassen? Die Frage haben wir uns natürlich gestellt. Wir haben eine Plattform, da kann man sich Nachrichten schreiben, man matcht sich, man sieht, man passt gut zusammen, man passt von der Persönlichkeit, man hat einen lustigen Chat und versteht sich gut. Und dann will man sich treffen. Dann guckt man aber zeitgleich Fernsehen und hört, dass man nur mit Personen aus einem Haushalt oder nur aus dem eigenen und man darf aber auch keine Picknickdecke und Restaurants haben zu.
wie soll man dann eigentlich ein Date stattfinden lassen? Und diese Frage haben wir uns da sehr schnell gestellt und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir investieren müssen, und zwar in ein Feature, in ein neues Produkt, was das Thema Videodate ist. Also im Prinzip das erste Date, das erste Kaffee trinken zu substituieren dadurch, dass ich das bei mir zu Hause mache. Das war eine Sache, die eben nicht ein reines Skype ist. Ich konnte ja vorher auch mich zu FaceTime verabreden, denn dafür musste ich ja private Daten austauschen. Das ist eine Sache, Privacy ist unseren Mitgliedern extrem wichtig. Das erste Mal sehen möchte ich jetzt vielleicht nicht dann irgendwie mit privaten Datenaustausch verbinden, zum einen. Zum anderen haben wir es so gestaltet, dass man ein paar Mal, also dass man wirklich eine Konversation gehabt haben muss, um dieses Feature freizuschalten. Das heißt, ich, wenn ich mit jemandem schreibe, muss erstmal ein wenig hin und her geschrieben haben, bevor ich dieses Videodate machen kann, was dazu führt, dass eben auch erstens ein bisschen Sicherheit da ist und man sich vorher kennengelernt hat und das Gegenüber auch einverstanden sein muss, damit dass man dann am Ende diese Videotelefonie macht. Das war für uns eine große Maßnahme, denn das Ganze beinhaltet jetzt nicht nur technische Implementierung, sondern für uns hat das auch bedeutet, wir müssen die Kunden darauf aufmerksam machen. Wir müssen das für alle Marken machen, Parship, Elite, Partner, eHarmony, in allen Ländern, in allen Sprachen. Denn wir wollten es ja allen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen und haben dann sogar parallel TV-Kampagne gestrickt, auch wieder alle Länder, alle Marken, für Parship, eHarmony, Elite-Partner, die dann dediziert auf dieses Thema Videodate eingeht. Denn am Ende so ein verstecktes Feature irgendwo im Messaging, das hätte es nicht gebracht. Wir wollten darauf aufmerksam machen, dass das möglich ist. Das Ganze haben wir das erste Mal besprochen am 17. März. Also quasi in der ersten Homeoffice-Woche, tatsächlich am zweiten Homeoffice-Tag. Und live gegangen ist es für alle Marken, alle Länder am 16. April, inklusive der genannten Kampagnen, Fernsehspots und so weiter. Kann ich mich damit brüsten? Ehrlicherweise so gar nicht, weil irgendwie war ich so ein bisschen am 17. März raus, nachdem einmal die Idee war, man könnte da ja was machen. Dann wurde das an das Team übergeben. Das hat zwar regelmäßig Updates gegeben, aber das Team hat dieses Projekt gemacht. Und das ist so das erste Thema, was ich wirklich offen ansprechen möchte. Wir leben ja alle oder überwiegend wahrscheinlich in digitalen Unternehmen und kennen das Thema agile Arbeitsweise. Wir haben da nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, denn es war extrem wichtig, das Team da laufen zu lassen und selber entscheiden zu lassen, was sind die Sachen, die wir schaffen, was sind die wir nicht schaffen. Und wir haben gesagt, was meint ihr, wie lange ihr braucht? Und das Team hat sich selber diesen 16. April als Ziel gesetzt. Und das war großartig zu sehen, von der Seitenlinie aus. Und wir alle waren extrem beeindruckt darüber, davon, wie das gelaufen ist. Muss man allerdings auch dazu sagen, das ist natürlich nicht das einzige Projekt, wo das so gelaufen ist, sondern eigentlich ein generelles Learning. Ein weiteres Beispiel, was auf meinen ersten Punkt des Vortrags zurückkommt, ist, wir haben uns früh gefragt, was müssen wir und können wir eigentlich gesellschaftlich beitragen, abgesehen davon, dass wir hoffentlich Leute in glückliche Beziehungen bringen. Und haben uns überlegt, was haben wir denn, womit wir arbeiten können? Und eine Sache, die wir haben, ich hoffe, die meisten nehmen das wahr, ist Power, wenn es um das Thema Marketing geht. Und wir sind dann auf verschiedenste gemeinnützige Organisationen zugegangen, Deutsches Kinderhilfswerk und Tafel, mit denen haben wir dann am Ende gearbeitet und haben gesagt, wir würden euch gerne mit entsprechenden Spenden aufrufen, ins Fernsehen bringen. Und haben mit ihnen gemeinsam natürlich free of charge Werbespots konzipiert. Unsere Produktionsagentur 27 Kilometer, die hat das auch genauso mit uns gemeinnützig getragen und haben jedem dieser gemeinnützigen Organisationen, die uns ja bewegen, denn Kinder und Notsituationen hier, das ist ja das, wenn man über Beziehungen spricht, auch was einen bewegt. Und haben gesagt, dass wir 250.000 Bruttomedia pro Woche zur Verfügung stellen für jeden der beiden, um Fernsehspots zu schalten, beziehungsweise wir haben sie für auf unseren Partnersendern für sie geschaltet. Und das war etwas, was uns parallel auch wichtig war. Da muss man sagen, hat unser Marketing-Team natürlich einen Wahnsinnsjob gemacht, dass sie zum einen das vorbereitet haben, zusammen dieses ganze Video-Date-Thema. Ich glaube, da kann man sagen, das spricht für die Motivation des Teams halt selber sehr klare Worte.
Das ist so die Business-Seite, die ich kurz ansprechen wollte. Die andere Frage ist ja, wie geht's uns so im Homeoffice? Und da habe ich schon relativ viel zugesagt. Es gibt zwei Key-Learnings, die würde ich gerne einmal zum Abschluss noch teilen. Das eine ist, We are in this together ist nicht nur ein Claim, sondern ist tatsächlich etwas, was wir sehr ernst nehmen und was man auch durchexekutieren muss. Wir haben immer uns gefragt, was können wir tun, um die Situation unserer Kollegen zu verbessern. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft sozusagen. Wir haben Ostergeschenke verschickt. Wir haben reingehorcht, was braucht ihr, was kann man noch anders machen. Und vor allem haben wir nicht auf irgendwelche Kontrollmechanismen gepocht. Zum Beispiel, ich habe mal den Satz gehört, wer glaubt, dass Homeoffice bei der Kinderbetreuung hilft, hat noch nie Homeoffice mit Kindern gehabt. Das kann ich nur teilweise bestätigen, weil meine Frau sich sehr gut kümmert, aber ich kenne die Situation. Und diese Illusion, der darf man sich nicht hingeben. Und das heißt, Kollegen, die ein Betreuungsproblem mit ihren Kindern hatten, da haben wir jetzt nicht verlangt, dass sie einen Plan aufstellen, wann sie arbeiten und wann nicht, sondern haben von vornherein gesagt, könnt ihr arbeiten, dann macht's gerne, das freut uns. Aber wenn ihr euch um eure Kinder kümmern müsst, hat das natürlich Priorität. Und dieses Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist eigentlich da, das Keyword, Vertrauen geben und ebenso Verantwortungsbereiche geben, führt zu Performance. Das haben wir ganz klar gesehen. Wenn jeder einfach von sich aus intrinsisch motiviert ist, ist das das Beste, was passieren kann. Und das erreicht man halt damit, dass man ein gemeinsames Ziel hat, aber nicht irgendwie die Arbeit vorgibt und Kontrolle walten lässt. Und von der Kontrolle, glaube ich, führt zu durchschnittlichen Resultaten, denn jeder tut seine Pflicht, aber nicht das, was er selber gern möchte oder sie er selber gern möchte. Und da abschließend ein Beispiel. Ja, ich habe vorhin gesagt, wie wir mit der Homeoffice-Situation jetzt noch umgehen werden. Keiner ist verpflichtet, ins Büro zu kommen. Wir schauen uns an, dass das so gut wie möglich dann irgendwann funktioniert. Und überlegen uns auch, wie können wir zukünftige Modelle gestalten. Ich habe von Unternehmen gehört, die jetzt schon 100% ihrer Leute quasi verpflichtend ins Büro beordern, mit dem Argument, naja, irgendwie so im Homeoffice arbeitet keiner so richtig. Ehrlicherweise, wenn im Homeoffice keiner so richtig arbeitet, glaube ich, ist das ein Problem, was man selber verursacht hat und kann es den Leuten nicht vorwerfen, denn am Ende, wie gut kann die Arbeit sein, wenn keiner Lust drauf hat zu arbeiten in einer Situation, wo man so viel anderes auch gar nicht tun kann? Und eine Arbeit, die einem Spaß macht, sollte im Zweifelsfall vor Netflix stehen und zwar nicht, weil es ein Befehl war, sondern weil es eine Motivation dahinter gibt. Das war im Prinzip das, was ich mal erzählen sollte.